Hallo Leute, heute ist der 24.11.2020. Ich habe heute Christoph erreicht. Oder besser gesagt meine Mutter. Und er hat mich zurückgerufen auf mein Handy. Aber da war ich gerade mit Sonja draußen. Und jetzt habe ich ihn dann zurückgerufen und er hätte mir ein paar Termine geschickt, aber für ambulante Therapie. Aber ich wollte ja nur telefonieren mit ihm und habe ihm das gesagt und jetzt telefonieren wir am Montag, den 30. um 11 Uhr miteinander. Ich soll ihn anrufen. Ich hoffe, dass ich am Montag, also nächste Woche, um 11 Uhr auch wirklich mit der Volkshilfe fertig bin. Weil das kann manchmal länger dauern. Und ja, das ist nicht so einfach. Heute war Sonja da. Mir geht's ganz gut. Oder besser gesagt, mittelmäßig bis gut. Und ich verfolge die Corona-Zahlen stetig. Aber ja, auch nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag so circa. Die ja rückläufig sind, Gott sei Dank. Aber ich glaube, mit nächster Woche noch Lockdown, das reicht nicht. Es wird nicht reichen. Und die Ansteckungsquellen in den Geschäften sind zu hoch. Und ich glaube einfach, dass es nicht reicht. Wie ich das letzte Mal geschaut habe, waren wir bei 75.000 Erkrankten. Und heute sollen es noch weniger sein. Also es werden täglich immer so ein paar tausend Neuerkrankungen, aber es werden täglich natürlich auch wieder Leute gesund. Und das ist natürlich das Gute. Und die Neuerkrankungen nehmen ab. Aber es sind auch immer ein paar tausend jeden Tag. Und es wird natürlich auch genug getestet, was am Anfang nicht so war, wo man gar nicht so viele Erkrankungen feststellen hätte können, aber ich glaube, es ist eine zu kurze Zeit für den Lockdown. Ich glaube, 2, 3 Wochen wären noch notwendig und dann haben wir nur noch eine Woche vor Weihnachten den Weihnachtsverkauf. Und viele Leute haben noch keine Geschenke. Obwohl, glaube ich, viele Leute eh schon im Vorhinein eingekauft haben, aber ich glaube, das ist ein so großes Risiko für die, die noch nicht mit dem Lockdown gerechnet haben und die jetzt ohne Geschenke dastehen und auch noch Familie haben und so. Und eine Woche Weihnachtseinkauf ist einfach zu wenig, aber ich glaube, 3 Wochen Lockdown ist auch zu wenig. Und noch 3 Wochen, wie gesagt, dann haben wir die magische Grenze von einer Woche vor Weihnachten. Und
Da haben wir schon fast Weihnachten eigentlich. Noch 3 Wochen, weil das ist ja schon der 6., wenn die Geschäfte wieder aufsperren. Und ich glaube, noch 3 Wochen dann drauf, dann haben wir Weihnachten und dann haben viele keine Geschenke und natürlich braucht man auch die Lockerung vom Lockdown für die fahrenden Besucher und so. Und zurzeit kommen auch viele Kinder zur Welt. Und da wollen Verwandte zusammentreffen. Und ich glaube, das ist nicht schwierig, das jetzt abzuwägen, was wichtiger ist. Geschenke oder und Familientreffen oder die Gesundheit der Bevölkerung. Und das ist, also ich möchte nicht im Bundeskanzler kurz seine Haut stecken. Oder im Gesundheitsminister seine Haut. Das entscheiden zu müssen. Selbst wenn sie sagen, sie machen nur noch 2 Wochen extra Lockdown, wird es da schon Demonstrationen geben. Auch wenn die gesunden Zahlen noch immer nicht so sind, wie sie erwartet wurden oder erhofft wurden. Und ich mache mir jetzt in letzter Zeit weniger Gedanken, mich anzustecken, weil ich weiß nicht, irgendwie wirkt es so, es ist nur außen und es haben nur andere Leute und so. Aber natürlich besteht die Gefahr. Am Freitag möchte ich wieder mit Kerstin telefonieren. Und heute war ich spazieren mit Sonja. Und circa eine Stunde. Und es war ganz schön kalt draußen. 2 Grad nur. Manchmal auch nur 1 Grad. Ich weiß nicht, ob wir morgen spazieren gehen, kommt drauf an. Aber es sagt fast nur 3 Grad an. Aber heute war es noch kälter, ne? Und in den höheren Alpen 11 Grad. Das finde ich etwas unfair, aber naja. Man kann sich nicht aussuchen, wo man wohnt. Oder wo man geboren wird. Und wenn man dann nicht davon wegziehen will, hat man Pech gehabt. Oder in die Alpen möchte ich nicht ziehen. Aber es ist ziemlich kalt draußen. Und oh, morgen kommt Tanja wieder. Morgen kommt auch die Volkshilfe. Sonja bringt Mickey Frühstück mit McDonald's. Und die Volkshilfe soll dann so gegen 10 kommen. Ich bin gespannt, ob ich dann schon aufgegessen habe. Aber mal gucken. Und sonst gibt es nicht viel Neues. Ich bin froh, dass ich Christoph erreicht habe. Weil ich habe mir jetzt schon extreme Sorgen gemacht. Und ja, das ist so ziemlich alles von mir. Corinna kommt am Donnerstag wieder. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt wiederkommt. Oder ob sie nicht so beleidigt ist, dass sie nicht mehr kommt. Und wegen der Kündigung, meine ich. Aber ich würde mich freuen, wenn sie wiederkommt.
Ich habe auch mit Assistenz 24 schon telefoniert wegen neuer Vorstellungen im Bezirk Melk und in der näheren Umgebung, soweit wie es geht. Aber es gibt halt wenige in der näheren Umgebung. Aber naja, mal schauen. Na gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Ines.